Transporträder sind ganz praktisch. Da kann man alles transportieren, von Einkäufen über kleine Möbelstücke bis hin zu einer Kiste Bier. Und es gibt aber ein Problem. Und zwar haben ganz viele Wohnsiedlungen in der Stadt Salzburg nicht genug Platz, um solche Lastenräder, Transporträder, Radanhänger irgendwo abzustellen. Es ist meistens schon schwierig, dass man einen Kinderwagen, einen Rollstuhl, einen Rollator irgendwo im Haus unterbringt, weil einfach die Räume dafür fehlen. Und wenn man den einfach in den Gang, ins Stiegenhaus, hinter die Eingangstür stellt, verursacht es meistens mehr Nachbarschaftskonflikte, als dass es Probleme löst. Und es ist ganz spannend, die Stadt Salzburg fördert nämlich mit über 40.000 Euro jedes Jahr den Ankauf von solchen Transporträdern. Und dabei gerät aus dem Blick, dass für ganz viele Salzburger und Salzburgerinnen es gar nicht möglich ist, so ein Lastenrad zu kaufen, weil einfach der Platz fehlt, um das irgendwo unterzustellen. Und die ÖVP und die Grünen in der Stadt streiten Jahr ein, Jahr aus darüber, wie viel Förderung soll jetzt ausgeschüttet werden. Aber es gerät völlig aus dem Blick, dass man bei den Gebäuden, gerade von den Genossenschaften, von der GSVP, der Heimat Österreich, gerade von den bestehenden Wohnblocks, dass man da einiges ändern müsste, damit es für viele Leute überhaupt zugänglich wird. Und da gibt es schon Ideen und Möglichkeiten dafür. Da kann man zum Beispiel in den freien Flächen kleine Fahrradkäfige, so kleine Häuschen bauen. Man kann schauen, wo sind ungenutzte Räume in den Gebäuden, die man dafür aufmachen kann. Und es gäbe sogar von der millionenschweren Wohnbauförderung des Landes, wo Jahr für Jahr sehr viel Geld im Landesbudget versickert, genug Mittel, um da ein bisschen nachzurüsten. Das Problem ist aber, dass die Stadtpolitik das gar nicht am Schirm hat. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sie manche Politiker und Politikerinnen gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man nicht in einem schönen Einfamilienhaus mit einem großen Garten wohnt, wo genug Platz ist, um Lastenräder abzustellen, sondern wie ganz viele Salzburger und Salzburgerinnen in ihrem Stadtteil wie da in Lehn wohnen. Und ich glaube, es wäre schon möglich, dass man, wenn man schon immer davon spricht, dass man eine Verkehrswende braucht, um die Klimakrise zu lösen, wenn man schon immer sagt, der Stau muss endlich in den Griff bekommen werden, man muss was gegen das Verkehrschaos tun. Ich glaube, es ist schon möglich, dass man sich dann einmal überlegt, wie leben denn die Salzburger und Salzburgerinnen eigentlich und wie kann man die mitnehmen, anstatt eine Klimapolitik zu betreiben, die im sozialen Auge blind ist.